Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Rund 20 sogenannte Rosinenbomber sind am Sonntag über Berlin geflogen zur Erinnerung an die legendäre Luftbrücke vor 70 Jahren. Die Oldtimer-Flugzeuge kreuzten das Tempelhofer Feld und waren für Zuschauer und Kameraobjektive gut sichtbar. Die Flugzeuge des Modells Douglas DC-3 waren in Fassberg in Niedersachsen gestartet. Eine Landung auf dem einstigen Berliner Innenstadtflughafen Tempelhof war allerdings nicht möglich. Das Land Berlin hatte bereits am 12. Mai mit einer Feier an die Luftbrücke erinnert. Während der sowjetischen Berlin-Blockade vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 hatten die Westalliierten per Flugzeug Hilfsgüter in den von der Außenwelt abgeriegelten Westteil der Stadt gebracht, daher der liebevolle Begriff Rosinenbomber. Mit fast 280.000 Flügen versorgten Amerikaner, Briten und Franzosen mehr als 2 Millionen Einwohner mit fast 2 Millionen Tonnen lebenswichtiger Fracht wie Lebensmitteln und Kohle. Vom niedersächsischen Fassberg wurden rund 70% der Kohletransporte nach Berlin geflogen. Die Alliierten hatten sich zur Luftbrücke entschlossen, nachdem die Sowjets die Autobahnen in die Westsektoren Berlins am 24. Juni 1948 sperrten. Sämtliche Straßen, Eisenbahnlinien und Wasserwege nach West-Berlin wurden gekappt.